Och Mensch, gar nichts? Naja, wenn ich gar keinen Job finde in Neuseeland, werde ich halt Schriftstellerin. Internet haben die doch, oder? Gute Nachricht für Literaturfreunde. Den Bestsellerroman von Helene Hegemann muss man nicht kaufen. Man kann ihn sich kostenlos im Internet zusammensuchen. Wie die Star-Rechercheurin selbst. Tja, wie es aussieht, hat Hegemann für ihren Roman Axolotl Roadkill wohl nur zwei Buchstaben gebraucht. C und V. Das ist schon ein starkes Stück, sich das alles zusammen zu kopieren. Ich meine, wir reden hier von Literatur, nicht von einer Magisterarbeit. Vermutlich auch aus dem Internet zusammengesucht, wird der kleine Roman, den man bei whathappenedinmybirthyear.com geschrieben bekommt. Gut, eigentlich ist es eher eine Chronik, die dem User verrät, was in seinem Geburtsjahr los war in der Welt. Nur jetzt bitte nicht vor lauter Rückblick das nach vorne schauen vergessen. Hat sich auch der Erfinder dieses Schraubensargs gedacht, der die Redensart im Grab rumdrehen endlich mal mit Leben bzw. Toten füllt. Ja, ein absoluter Traumsarg für Heimwerker, wenn sie im Baumarkt den passenden Dübel finden. Okay, immerhin, die Hegemann hat sich entschuldigt. Also fürs Nicht-Nennen der Beklauten, nicht fürs Klauen selbst. Aber als echtes Wunderkind hat sie dafür natürlich auch eine neunmal kluge Erklärung. Originalität gibt's sowieso nicht, nur Echtheit. Stimmt, nicht mal die Ausrede ist originell. Aber gut, schwamm drüber. Die ganzen Passagen über Drogenpartys und Darkroom-Orgien wurden auch schon entsprechend korrigiert. Montag, heute wieder den ganzen Tag gesurft. Ja, auch dabei kann man die tollsten Sachen erleben. Zum Beispiel beim Chatroulette, das Webcam-Glücksspiel eher für Erwachsene. Hier wird man nämlich per Zufall mit wildfremden Menschen verbunden. Und was man da zum Teil zu sehen bekommt, reicht locker für drei Bestseller-Romane. Es gibt ja übrigens noch wesentlich schlimmere als die Hegemann. Die hat immerhin anspruchsvolle Texte geklaut. Andere kopieren nur Namen und Kontonummern und selbst das wollen alle lesen. Nee, höchste Zeit mal wieder für Recht und Ordnung zu sorgen da draußen. Halt, stehen bleiben oder ich knicke um. Okay, sicher etwas unpraktisch, wenn man um sein Leben rennen muss. Wie gleich dieser Fotograf, der zufällig Zeuge eines Mordes wird und auch noch den Täter fotografiert, der offenbar unbedingt auch ein paar Abzüge haben will. Für die allerdings der Fotograf selber bezahlen soll, mit seinem Leben. Ob der zweifelhafte Deal zustande kommt, seht ihr in dem spannenden und sehr kreativ und ungewöhnlich animierten Film Pivot. Diesen tollen Film hat uns übrigens Margusch empfohlen. Vielen Dank. Ja, wir wollen da nicht mit Lob sparen, wenn uns jemand einen schönen Link schickt. Wir sparen schließlich schon genug mit sparbote.de. Ein Tipp von, ja, ist es denn die schon wieder Margusch? Also der Linktipp. Die Spartipps kommen von Daniel und Stefan und helfen einem dabei, möglichst günstige Dinge zu kaufen, die man eigentlich nicht braucht. Kräftig gespart wurde auch beim Online-Game Four Differences. Allerdings immer nur in einem der beiden Bilder und zwar in einigen Details. Eure Aufgabe ist es natürlich, diese Unterschiede herauszufinden. Viel Erfolg! Das war Ehrensenf. Ich bin Ellen. Tschüss. Ich glaube, das wird ein Klassiker.